Ja, vielen Dank. Also ich lasse mir ungern sagen, dass wir doof sind. Sind wir nicht. Wir haben uns an Beispielen orientiert, die real existieren. Sowohl in Hamburg als auch in Bremen wird es regelhaft so gehandhabt. Es gibt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Das ist ein Expertengremium, in dem sich Leute zusammengeschlossen haben, die tagtäglich mit Menschen arbeiten, und zwar professionell, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Und deren Empfehlung ist genau das, was wir vorschlagen. Ob man das in der Satzung macht oder auf einem anderen Weg oder im Wege einer Verwaltungsanordnung, sei dahingestellt. Aber das Problem ist, wenn da erstmal ein Antrag ausgefüllt werden muss und wenn es davon abhängt, welcher Sachbearbeiter, welche Sachbearbeiterin da sitzt und wie die gerade drauf ist an dem Tag und ob es schon zwei davor gewesen sind, die auch das Bedürfnis hatten, dann ist es eben schwierig und dann ist die Hürde hoch. Und die Hürde von Menschen, die in Lebenssituationen sind, die von Diskriminierung und von Versagen geprägt sind. Wenn solche Menschen sich dann noch in der Behörde sozusagen auf die Hinterfüße stellen müssen, um irgendwas zu erreichen, dann ist es eine große Hürde. Und ich finde, dass wir an der Stelle versuchen sollten, so geringe Hürden wie möglich aufzubauen. Und das kann eben zum Beispiel darauf gehen. Ein kleiner Beitrag, das löst bei weitem nicht alle Probleme, aber die Probleme, die dadurch entstehen, dass ein Personalausweis nicht vorhanden ist und dass die 37 Euro nicht aufgebracht werden können, mal eben, die dafür fällig sind, die sind eben wirklich im Einzelfall gewaltig. Und die Möglichkeit, von dieser Gebühr abzusehen, ist gesetzlich vorgesehen. Unser Vorschlag ist lediglich, das eben nicht auf den Einzelfall jedes Mal neu zu beschränken, sondern als Stadt sich hinzustellen und zu sagen, wir wollen es anders haben.